In der Partyhauptstadt Berlin geht normalerweise immer was ab. Und glaub mir, auch ich würde abends lieber was mit Freunden machen und feiern gehen. Aber ich bleib zu Hause. Mach mit, weil jeder zählt. Jeder zählt. Gemeinsam gegen Corona. Ich habe gefühlt keine Sekunde geschlafen. Ich sehe die ganze Zeit Mikes Gesicht vor mir, wie er mich anschreit, wie er mich einfach abgrundtief hasst. Morgen. Ist alles in Ordnung bei dir? Ist gar nichts in Ordnung. Zwischen Mike und mir ist alles kaputt, ist alles aus, ist alles zerstört und ich werde das Kind heute abtreiben. Und darfst du dann überhaupt was trinken? Also ich meine, vor der OP muss man nicht nüchtern bleiben. Ich muss sogar was trinken. Ich muss diese Pille hier nehmen und der Nachmittag ist dann auch schon dein Griff. Kim, es tut mir wirklich leid. Also ich meine, das mit Mike und dass du jetzt das Baby abtreiben möchtest. Und also ich will dir nur sagen, falls nachher irgendwie was sein sollte, dann melde dich einfach. Ich kann was einkaufen für dich oder also was du willst, sag einfach Bescheid, okay? Danke. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft heute. Moin. Habe ich es gerade richtig gehört? Du willst diese scheiß Abtreibung immer noch durchziehen? Kim, bitte, das kannst du nicht machen. Das ist auch mein Kind. Wenn du das jetzt durchziehst, du wirst dein Leben lang diese Entscheidung mit dir rumtragen. Du wirst dich immer fragen, war das jetzt richtig oder nicht. Ich weiß, die Umstände sind schwer. Aber Kim, wir schaffen das. Also lass uns bitte darüber reden. Komm. Alter, Conor, was erwartest du von mir, hä? Ganz ehrlich, du hast alles zerstört. Du hast die Bombe platzen lassen von Mike. Du hast sein Leben zerstört. Du hast Tonis Leben zerstört. Du hast mein Leben zerstört. Und deins noch dazu. Kim, das ändert doch nichts. Es ändert nichts. Ich soll weiterhin das Kind behalten, ja? Ich soll es nicht abtreiben. Dein Kind. Ja, mein Kind. Dich, Conor. Ich weiß, die Abtreibung wird hart. Und ich weiß, ich muss das jetzt durchziehen. Ich kann einfach nicht anders. Das weiß ich ja alles, aber das Problem ist, dass meine Begleitung abgesagt hat. Und deswegen, ja, ich trau mir das auf jeden Fall zu, alleine nach der Narkose auch nach Hause zu fahren. Das ist gar kein Problem für mich. Okay, dann werde ich nach einer anderen Begleitung schauen. Danke trotzdem. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich alleine in der Praxis aufkreuze, dann schicken die mich direkt wieder nach Hause. Mausi, brauchst du Hilfe? Alles gut. Ich hab's gerade mitbekommen. Ich meine, ich kann dich auch zum Frauenarzt begleiten. Schatz, ich weiß, dass so eine Abtreibung heftig ist. Ich bleib auch die ganze Zeit da. Wann ist denn der Termin? Der Termin ist nachmittags, aber was die... Ist doch gut, ich habe nur 2 Stunden Unterricht. Warte mal, du musst das wirklich nicht machen. Jetzt, nachdem jetzt alles raus ist, ich verstehe, dass du dich vor mir ekelst oder mich auch hasst. Ich meine, ich würde es dir nicht mal übel nehmen. Ich hasse mich ja selbst total. Pappelapapp, jetzt hör mir mal zu. Okay, das, was du gemacht hast, war ein großer Fehler, ja? Du hast mit dem Sohn deines Freundes geschlafen, bist von ihm schwanger geworden. Du wolltest deinen Freund das Kind auch noch unterschieben. Das ist heftig, ja? Aber hey, du bist meine Patentochter. Du bist Familie, okay? Und ich werde dich in dieser Zeit nicht im Stich oder alleine lassen. Also wenn du möchtest, dann komme ich nach der Schule mit dir zum Arzt und dann... Okay. Danke. Mach dann jetzt mal los, ja? Das ist einfach der Allerbeste. Ganz ehrlich, dass der mir jetzt in dieser Situation noch hilft. Das werde ich mir einfach nie vergessen. Papa! Was machst du hier? Wo ist der? Du kannst sofort wieder gehen. Papa! Ey. Ist der im Lager? Conor! Nein, wirklich. Papa! Geh bitte einfach, okay? Dein Vater geht's hundeelend, der will dich definitiv nicht sehen. Oh, super. Ernsthaft, du kommst hierher? Papa, beruhig dich. Ist das dein Scheiß ernsthaft? Es geht hier. Papa, es geht. Ist das scheißegal, was du gerade sagen möchtest? Könnt ihr euch bitte ein bisschen entspannen? Es geht. Nein. Hör mir zu. Nein. Hör mir zu. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, okay? Aber es geht nie, wenn du es weißt. Es geht nicht um mich. Es geht um Kim.
Papa, sie will immer noch abtreiben. Das ist mir scheißegal, was sie machen möchte. Du bist der Einzige, der was dagegen unternehmen kann. Also bitte mach irgendwas. Warum sollte ich denn? Es ist nicht meine Angelegenheit. Connor, es ist nicht mein Kind. Ha? Aber es ist mein Kind. Und es ist so fies, wie das jetzt auch klingt, aber es ist dein Enkelkind. Was ich fast als mein eigenes großgezogen hätte? Was ist denn das für eine kranke Scheiße, Mann? Jedes Mal werde ich von Kind in sowas reingezogen. Ich hab da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das ist ihr Scheißproblem, nicht meins. Papa, bitte. Du musst falls du es gerade nicht verstanden hast, Connor. Ich will dich nicht hier haben. Ich will dich nicht hören. Ich will dich nicht sehen. Hau ab. Connor! Ist doch das. Ja, wenn du weiß ich ja. Dann hilft er mir eben nicht. Mir doch scheißegal. Ich schaff's auch bestimmt alleine. Ich meine, Kim darf das Baby nicht abtreiben. Ich hab so eine scheiß Angst. Ich würde am liebsten hier rausrennen und einfach nur weiterrennen. Und dann hoffentlich alles vergessen. Jersey. Ist halt okay. Aber mach dir keine Sorgen. Die machen das hier quasi jeden Tag. Das ist ein Routineeingriff, okay? Ich bin nachher auch dann hier. Du brauchst dich auch zu Hause um nichts kümmern, ja? Sie können jetzt reinkommen. Es ist soweit, Frau Terenzi. Darf ich vielleicht mit reinkommen? Sie... Das tut mir sehr leid. Das geht gerade nicht, weil ich steril arbeite. Okay, ja, kein Problem. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Kommen Sie ruhig mit. Maus, ich bin nachher hier, wenn du wieder rauskommst. Ja, ich warte auf dich. Bist du dir sicher? Willst du lieber doch nicht durchziehen, oder? Ich lasse dich nicht alleine, egal wofür du dich entscheidest. Kommen Sie. Ich warte hier, ja? Schauen Sie, hier ist der Kittel. Kommen Sie bitte. Hier können Sie sich in Ruhe umziehen. Und bitte machen Sie sich keine Sorgen. Das wird alles gut. Hier. Ich habe mir alles genau durchgelesen. Erst legen die mir einen Zugang, dann kommt die Narkose, dann wache ich irgendwann auf und dann ist alles vorbei. Trotzdem, ich habe mich noch nie so alleine gefühlt wie jetzt gerade. Auch wenn Basti draußen wartet. Es ist alles gut gelaufen. Schön. So. Alles ist gut, Schatzi. Schauen Sie. Das sind Ihre Tabletten. Sie sollen sie zweimal am Tag eine Tablette einnehmen, bitte. Zweimal am Tag, okay. Genau. Und sie soll keine Helden spielen. Ja. Wenn sie Schmerzen hat, soll sie einnehmen, Tabletten. Und sollten die Schmerzen stärker werden, sie melden sich unbedingt. Selbstverständlich, dann kommen wir nochmal her. Ja. Kann sonst noch irgendwas passieren, irgendwie? Es kann nachbluten. Okay. Es ist normal. Ja. Kein Schreck bekommen. Ja. Sie melden sich. Ja. Sollten die Schmerzen stärker werden oder die Blutung, wenn sie alles klar werden. Vielen Dank. Es wird sonst alles gut gelaufen. Dankeschön, ja. Ich will einfach nur nach Hause. Ja, jetzt. Anna, pass mal, hör zu. Nein, Basti, hör zu. Ich weiß, wie verfahren die Situation ist zwischen meinem Papa, dir und mir. Aber ey, da kann das Baby doch. Was? Es tut mir leid. Es ist vorbei, Connor. Willst du mich verarschen? Ist das dein Scheißernst? Anna, hey, es ist gut. Kim hatte gerade einen Eingriff. Hör auf, sie so anzuschreien. Du bist das Allerletzte, Alter. Komm. Was ist hier los? Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Das verlassen sofort meine Praxis. Okay. Entschuldigung. Geh noch um den Block oder so, aber beruhig dich. Ich fahr jetzt mit Kim nach Hause. Es tut mir einfach so leid, dass ich Connor nicht geben kann, was er will. Und es tut so weh, dass er mich jetzt hasst. Aber ich hoffe, dass er irgendwann einsehen kann, dass Abtreibung die einzige Möglichkeit war. Für ihn, für Mike und
Besonders auch für mich. Ich habe alles verloren. Toni ist weg, mein Vater hasst mich und Kim hat einfach mein Kind weggemacht. Ich kann gar nicht sagen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nur, ich ertrage das nicht. Toni, bitte melde dich einfach einmal. Ich liebe dich. Verdammte Scheiße. Verdammte Sind Scheiße. Sind wir das Gespräche? Willst du mich verarschen? Ja, warum ja, ich hatte einen Scheißtag. Und jetzt? Okay. Warum hast du mich jetzt so an? Nur weil ich dich gefragt habe, ob du... Willst du ein paar auf die Schnauze? Nein, nicht unbedingt. Wenn wir Stress oder was? Willst du? Suchst du? Ja, komm noch her, ja, komm Alter. Doch. Kleiner komm, wir Pisser, suchen Alter. Uns, Alter. Hä? Was ist los bei dir? Hey, warum hast du so eine Faxen hier gerade? Hey. Geht's? Sorry, der spinnt einfach ein bisschen. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann kriegst du einen das Haus, okay? Okay, sehr schön, danke. Ja, ja. Ciao. Was für ein Typ, ey, du echt. Machst du jetzt noch meine Gäste an, oder wie? Connor, ich dachte, wir waren uns einig. Du sollst hier erstmal nicht mehr auftauchen. Es war zu spät. Was war zu spät? Ich? Für was? Ich hab alles gegeben, aber... Kim hat das Kind. Sie hat das Kind getötet, Papa. Mein Kind. Kim hat es wirklich getan. Aber das ist auch mein Kind. Und wenn ich wollte, dass es lebt, warum ist es dann jetzt tot? Es tut mir leid, ich wollte nie mit. Ich wollte nie mit Kim schlafen. Das ist alles so. Wenn du was brauchst, dann werde ich Bescheid, okay? Ich habe auch dein Lieblingseis besorgt. Danke. Das ist im Kühlschrank zweimal. Und wenn sonst irgendwas ist. Kimi braucht komm. Danke. So, Marie, komm, leg dich mal ein bisschen ein. Komm mal, ich hab dir ein bisschen Suppe gemacht. Nimm mal hier deine Lieblingszeitschrift. Weil sie dich ein bisschen ablenken willst. Und nicht vergessen, was die Ärztin gesagt hat, ja? Also nicht die Tablette spielen, ja? Komm mal her, die Tablette. Ich komme mir so leer vor. So richtig leer einfach. Es war gar nichts mehr in mir. Ich hoffe einfach, dass das bald vorbeigeht. Nee, Mausi, nicht alles gut. Du bereust doch jetzt nicht die Entscheidung, oder? Nein, es war die richtige Entscheidung. Ich bin einfach total fertig. Nicht nur wegen den Schmerzen, auch einfach wegen der Tragweite meiner Entscheidung. Das kann ich verstehen. In deiner Haut würde ich jetzt echt ungern stehen. Aber ich bin für dich da, ja? Okay? Wenn du irgendwas brauchst, einfach nur nach mir rufen. Ich bin heute noch ganz lange wach. Danke, Basti. Danke, dass du für mich da warst und auch die ganze Zeit für mich da bist. Ja, ja, jetzt hör mal auf damit. Das will ich ja nicht hören. Das ist für mich selbstverständlich, okay? Und jetzt ess mal ein bisschen was. Immer Schokolade ist auch da. Schokolade macht ein bisschen glücklich. Danke. Wie gesagt, ruf mich, wenn du irgendwas brauchst. Ja. Die Schmerzen, die halte ich aus. Und auch die Blicke der anderen, wenn die endlich erfahren, dass Connor eigentlich der Vater war. Aber meine Entscheidung, da hat Connor recht. Die muss ich für immer mit mir herumtragen. Rick, du kannst doch die Schnitte nicht wirklich an so eine Friseurkette verpachten. Du könntest doch die Schnitte einfach übernehmen, Mandy. Würdest du mir das zutrauen? Jetzt ehrlich. Dean? Was? Das ist doch Dean, oder? Ey, Dean! Bist du wieder in Berlin, oder was?
Ja, sieht so aus. Dean ist so ein Arschloch. Dann taucht er hier in Berlin auf und sagt mir nicht mal Bescheid. Jade ist nicht da. Die ist in Güstrow bei so einer Großtante. Die hat einen Hals-Nackenbruch oder so. Baby, ich wollte nur sagen, ich liebe dich. Hallo? Hat einfach aufgelegt. Guck mal, morgen ist Jade wieder da. Dann ist Weihnachten, dann nehmen die Geschenke unterm Baum. Also, was möchtest du mehr? Das ist doch hier alles ein böser Traum. Oh Gott, ich glaube, mein Herz bleibt stehen. Warte auf. What? Was ist los? Joe, was ist los? Peggy.